Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr gerade bei diesem Video eingeschaltet habt, weil, ja, wie ihr natürlich vielleicht schon mitbekommen habt oder auch nicht und es erst jetzt unten da gelesen habt, habe ich nämlich wieder einen Mama-Plan herausgebracht für das kommende Jahr 2020. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das letztes Jahr so gut bei euch angekommen ist. Wir waren so schnell ausverkauft und ich konnte es nicht fassen, da ich ja so spät den Mama-Planer rausgebracht habe. Und deswegen habe ich mir natürlich das dieses Jahr nicht nehmen lassen, ihn viel früher fertigzustellen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall so sehr. Auf Instagram gab es ja schon einen Vorverkauf. Und das ist einfach so busch, durch die Decke gegangen. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Und da gab es auch einen Rabattcode. Und natürlich, natürlich dürfen hier meine YouTube-Abonnenten nicht außen vor stehen. Und es gibt natürlich auch für euch einen Rabattcode. Und zwar mit dem Rabattcode YouTube spart ihr 5 Euro bei mir im Onlineshop www.dianadiamanta.at. Alles findet ihr nochmal ganz genau unten in der Infobox beschrieben. Also es lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich würde mal sagen, wir legen mal los und ich zeige euch den Mama-Planer, der ja nicht mehr so heißt. Es gab nämlich ein Upgrade. Und zwar heißt er jetzt Mama-Boss-Planer 2020. Dieses Upgrade ist speziell für uns Mamas, weil wir sind richtige, starke Bosses. Und wir leisten so viel und deswegen wurde dieser Planer upgegradet. Nicht nur vom Namen her, sondern auch vom Inhalt her. Und ihr werdet das gleich sehen, was es nämlich alles so gibt. Als erstes sofort, glaube ich, ins Auge sticht, ist nämlich dieser richtig schöne Titel. Mamboss Planner 2020 ist nämlich hier in goldener Folie, die so glänzt und so fühlbar ist. Das schaut richtig edel aus und ich finde, jede Mama hat sich so einen richtig coolen Planer verdient. Deswegen einfach mal was Besonderes für euch designt. Dann gibt es auch dieses Jahr, wie ihr vielleicht hören könnt, ein Hardcover. Letztes Jahr gab es ja so ein biegbares Softcover und dieses Jahr ein richtig cooles Hardcover. Und er ist dieses Jahr nicht geklebt, sondern gebunden, weil, auf das bin ich natürlich erst letztes Jahr später drauf gekommen, umso später wir nämlich im Monat gekommen sind, umso schwerer war es, den aufzuklappen und da drinnen zu schreiben. Und das Ganze ist jetzt nicht mehr vorhanden, dieses Problem. Er ist jetzt durch die Fadenheftung richtig gut aufklappbar. Natürlich viel besser, wenn es nur geklebt wäre. Also das ist so mal von den äußerlichen, optischen Erscheinungen, was sich geändert hat. Und es gibt dieses Jahr ein Leseband. Na, gab es ja letztes Jahr nicht. Wo ist denn das? Hier. Hier gibt es ein... Na komm raus, Leseband. Hier. Ein Leseband gibt es dabei in weiß. Das kann man sich natürlich da reingeben, wo man es gerade braucht. Und ich finde, das ist schon was Wichtiges, gerade vor allem für so ein dickes Buch. Weil, wie ihr auch erkennen könnt, ist es natürlich auch an der Seitenanzahl gestiegen. Letztes Jahr gab es, glaube ich, so 248, dieses, oder 256, irgend sowas halt. Und dieses Jahr 348, also 100 Seiten mehr. Und wenn man da jetzt immer herumblättern muss und das suchen muss, viel zu langwierig. Deswegen gibt es hier dieses coole Leseband für euch. Ja. So viel mal dazu. Rosa ist natürlich geblieben. Ich liebe Rosa und ich finde, das unterstreicht so ein bisschen die Weiblichkeit von den Mamas. Aber im Endeffekt ist es ja wurscht, es ist ja Geschmackssache. Aber ich liebe Rosa, deswegen habe ich es nochmal rosa gemacht. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, falls ihr eine andere Farbe haben wollen würdet. Und da kann ich mir das ja nochmal überlegen, ob ich nochmal eine Spezial-Edition rausbringe. Vielleicht auch in schwarz oder nur in weiß. Also schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Aber rosa ist halt so my favorite color. Deswegen einfach nochmal rosa. Ja, schauen wir mal rein, würde ich mal sagen, oder? Ja, natürlich wieder mit einem Briefchen für euch, den ihr dann speziell privat lesen könnt, wenn ihr ihn natürlich ergattert habt, diesen Mama-Planer. Den werde ich jetzt nicht vorlesen. Und ja, fangen wir an mit der Jahresübersicht. Ich habe auch wie letztes Jahr wieder eine Jahresübersicht von quasi vom aktuellen Jahr.
eingegeben, dass man hier ein bisschen so gucken kann, wo ist wann welcher Tag, auf welches Woche, also welcher Wochentag. Dann habe ich auf der anderen Seite, das ist gleich geblieben, wichtige Termine. Da kann man sich grob fürs ganze Jahr die wichtigen Termine eintragen, sei es jetzt Geburtstage oder irgendwelche Jahresfixtage, die sich immer wiederholen und man möchte sie auf einen schnellen Blick haben, dann hier die wichtigen Termine. Dann natürlich, weil wir ja Mamas sind und wir Mamas haben ja Kinder, habe ich natürlich hier wieder die Stundenpläne. Das ist auch vom Design her, also von der vom Aufbau her gleich geblieben. Es hat sich noch ein bisschen was am Design, an der Schriftart und so weiter was verändert. Aber sonst ist alles hier gleich geblieben. 2 Stundenpläne. Dann habe ich hier links unten wieder die Schultermine, freie Tage, was auch immer. Und hier auf der anderen Seite für Kindergarten. Dann geht es weiter und hier kommt schon die Monatsübersicht. Da hat sich vom letzten Jahr ein bisschen was verändert. Zu dem komme ich aber gleich, weil hier auf der linken Seite ist das gleich geblieben. Also die Monatsübersicht in so, ja, in so Quadraten. Das ist, finde ich, für mich, ich liebe das einfach, wenn ich auf einen Blick alle Termine sehen kann, die für mich wichtig sind, sei es jetzt Arbeitstermine oder private Termine. Ich möchte die bitte gerne auf einmal sehen und deswegen habe ich hier das Ganze beibehalten vom letzten Jahr und auch den nächsten Monat hier nochmal so ein bisschen in klein, damit man schon ein bisschen gucken kann, um die Wochentage zu erkennen, was ist wann. Dann kommen wir zur rechten Seite der Monatsübersicht. Die hat sich nämlich ein bisschen geändert. Hier oben könnt ihr nämlich euren Motivationsspruch des Monats eintragen. Ich liebe sowas und ich weiß nicht, ich verfolge das immer auch gerne auf Instagram, wenn irgendwer so einen Motivationsspruch reinschreibt in seine Story. Ach, das pusht mich dann immer so. Und ich habe mir vorgenommen, auch mich selber immer wieder zu motivieren mit richtig coolen Sprüchen und Zitaten. Und da fällt mir auch schon einer ein, den ich richtig, richtig liebe. If you can dream it, then you can do it. Also ich finde, das sagt so viel aus und ich finde sowas sowas motiviert einen auch total. Deswegen finde ich das cool, wenn man sich jeden Monat hier einen Motivationsspruch reintragen kann. Man liest ihn dann auch immer wieder, wenn man immer wieder auf die Übersichtsseite raufschaut. Also ich feiere sowas total. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das mit rein. Dann habe ich hier die Top 5 Ziele für diesen Monat. Da kann man sich hier wirklich so Sachen eintragen. Was möchte ich in diesem Monat wirklich erreichen? Möchte ich zum Beispiel, bei mir jetzt in dem Fall, ich möchte unbedingt mein Lunchbox-Video endlich machen. Es ist etwas, was ich zum Beispiel schon so lange vor mir herschiebe, aber es total liebe zu machen, aber leider keine Zeit dazu finde. Aber Zeit nimmt man sich. Es wird niemand einem Zeit um die Ecke schmeißen. Deswegen, ja, einfach so sich Ziele zu setzen und daran zu arbeiten, das ist einfach, finde ich, so, ja, einfach so richtig typisches Mindset. Und deswegen habe ich das reingemacht, damit auch ihr, falls ihr Ziele habt, hier sie reinsetzen könnt und daran arbeiten könnt, sie zu erreichen. Dann, was ganz, ganz auch Neues, habe ich hier einen Social Media Tracker reingegeben. Gerade so für Mama-Blogger interessant oder YouTube-Mamas oder was auch immer. Oder wenn ihr das nur privat mitverfolgen wollt, eure Abonnenten. Hier Instagram, Facebook und YouTube, falls ihr auch YouTube machen wollt oder auch schon macht. Dann könnt ihr euch hier eure Abonnenten hier eintragen. Ja, und dann kommen wir schon zum wichtigsten Teil, zum eigentlichen. Es wird nämlich, also es ist für 2020 keine Wochenübersicht mehr drinnen, sondern wir fangen gleich mit dem Tag an. Es gibt sicher viele Mamas da draußen, die auch viele Termine haben, sei es jetzt beruflich oder privat. Und so kann man sich den Tag einfach super toll einteilen mit so einem richtigen, strukturierten Tagesplaner. Und darauf gehe ich jetzt ein bisschen jetzt ein. Ich habe angefangen hier mit den 3 Top-Prioritäten. Es ist ganz wichtig, wenn ihr To-Dos habt, dass ihr die ein bisschen einteilt, in was ist wirklich ganz wichtig. Also es gibt immer viel zu tun, ich kenne das, aber man muss das immer dann unterteilen, was ist wirklich ganz, ganz wichtig heute. Wo brennt der Hut, wenn ich das nicht heute fertig habe? Die könnt ihr euch dann hier eintragen, die Top-Prioritäten. Das muss heute wirklich erledigt werden. Dann auch ganz, ganz wichtig, ich finde, das habe ich auch für mich selbst entdeckt, Dankbarkeit. Wenn man wirklich anfängt den Tag mit so einer Dankbarkeit, also wenn man sich überlegt, für was ist man dankbar, dann startet man viel, viel positiver in den Tag. Wir heutzutage, wir neigen dazu, uns mit den anderen Leuten zu vergleichen. Sei es jetzt auf Social Media oder mit den Nachbarn oder mit der Freundin. Es ist leider so, ne? Jeder vergleicht sich und das ist nicht gut. Man darf sich nicht vergleichen. Man muss zu sich zurückfinden und sagen, was habe ich denn alles Tolles in meinem Leben, auf das bin ich so stolz. Und
Das könnt ihr hier reinschreiben. Und hier kann wirklich alles drinstehen. Dankbar, dass ich gesund bin. Dankbar, dass ich genug Geld am Konto habe, dass ich mir was zum Essen kaufen kann. Dankbar, dass ich eine Wohnung habe. Dankbar, dass meine Kinder gesund sind. Dass, was auch immer. Dankbar, dass ich einen schönen Nagellack heute trage. Da könnt ihr dankbar sein, für was ihr wollt. Im Endeffekt ist es ja euer Leben und ihr seid ja dankbar für das. Und ich finde, das ist so cool, wenn man den Tag so startet. Glaubt mir, ihr seid dann einfach so fokussiert auf das Positive in eurem Leben und es kann nur ein guter Tag werden. Das garantiere ich euch. Danach geht's schon ans Hustlen, ja, weil wir Mamas hustlen ja viel. Wir arbeiten und wir machen viel. Egal, ob wir jetzt nur Hausfrauen sind oder wir jetzt ins Büro fahren, wir machen einfach viel. Viel. Wir wissen das, oder? Und da könnt ihr euch den Tag einplanen. Ich habe hier vorgegeben, von 6 Uhr bis 21 Uhr, wirklich stündlich, könnt ihr euch hier die Zeit blocken. Das habe ich auch gelernt. Das ist total wichtig. Wenn ihr zum Beispiel schon am Sonntag euch den nächsten Tag, also den Montag, vorplant, das ist so cool. Es ist so cool, weil ihr wisst dann am nächsten Tag schon, was ihr tun müsst oder welche Termine ihr habt und was ihr unbedingt hier da draufsteht, das müsst ihr gemacht haben. Ne? Das ist einfach, dann erspart ihr euch einfach so viel vom Tag. Es ist bessere Zeit eingeteilt. Deswegen habe ich das hier drauf gemacht. Dann habe ich auch noch auf der anderen, also auf der rechten Seite, eine To-Do-Liste, eine kleine, weil wir haben natürlich unsere Prioritäten, was ganz, ganz wichtig ist, aber wir haben natürlich auch andere To-Dos, die jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, aber trotzdem wir sie nicht vergessen dürfen. Und die können wir uns hierher schreiben. Und dann können wir sie auch abhackeln. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da wir auch Mamas sind und wir natürlich unsere Kinder im besten Fall bekochen, habe ich auch einen Essensplan für jeden Tag eingeteilt. Hier früh, Mittag und Abend. Da könnt ihr euch schon ein bisschen eintragen, was ihr eventuell kochen wollt. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, wenn man ein bisschen was geplant hat, dann ist man jetzt auch nicht so, kennt ihr das, um 11.30 Uhr. Mist, was koche ich denn heute? So geht es mir öfters und deswegen ihr Essensplan, mit dem spart ihr euch viel, ja, viel Stress, sag ich mal. Und dann, wenn der Tag vorbei ist, muss der Tag noch auch ein bisschen Revue passiert werden und dann reflektieren wir noch, was war heute gut, was war heute nicht so gut. Und das habe ich hier mit reingenommen. Da können wir hier schreiben, das war heute schön. Da könnt ihr euch nochmal so ein bisschen an den Tag zurückerinnern und dankbar sein, was euch heute besonders gut gefallen hat. Und hier das hier raufschreiben, denn es ist auch wie ein kleines Tagebuch. Und dann, wenn man später nochmal reinblickt, dann glaube ich, dass das eine sehr schöne Erinnerung zusätzlich sein kann. Und dann auch noch eine kleine Selbstreflexion. Das mache ich dann morgen besser. Da könnt ihr raufschreiben, ja, was war heute nicht so toll und möchtet ihr morgen dann besser machen. Dafür ist dann hier Platz. Ja, und das ist es ja. Das Ganze geht hier so jeden Tag weiter. 365 Tage. Und ich zeige euch nur das Wochenende, weil das schaut auch ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall, das Wochenende ist dafür da, um Zeit mit euren Liebsten und mit euch zu verbringen. Also ist auch ganz, ganz wichtig. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr jetzt natürlich jetzt nicht Wochenenddiensten habt, dann könnt ihr das anders machen. Aber ich habe mir gedacht, die Samstage, da habe ich jetzt nicht so einen Hardcore-Plan reingetan, sondern da habe ich Platz freigelassen. Einfach, da könnt ihr machen, wie es euch geliebt ist. Deswegen habe ich auch so ein paar kleine Leitsätze dazu gegeben, wie Smile, it's Saturday, enjoy your day. Da könnt ihr halt ja, euch planen, wie und was ihr machen wollt. Und auch den Sonntag. Relax and recharge, also entspanne dich und lade dich auf. Ist auch ganz, ganz wichtig, auch mal nicht nur immer zu machen, sondern auch mal ein bisschen sich was zu gönnen, ein bisschen chillen, mal nichts tun und das auch wirklich dann, ja, genießen und Sunday, fun day. Oder ihr macht was Schönes mit euren Kindern. Ja, so geht's halt, wie gesagt, weiter, bis wir dann zum Schluss kommen. Und zum Schluss habe ich dann auch noch eine Jahresübersicht für das Jahr 2021 reingegeben. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt alles. Ich glaube, das war sehr inhaltlich sehr voluminös. Wir sehen können natürlich auch viel mehr Seiten, weil es ein Tagesplaner ist. Durch das sind natürlich mehr Seiten zusammengekommen und natürlich auch ein bisschen ein teurerer Preis, weil die Druckkosten sich auch natürlich ein bisschen ja, erhöht haben, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, und ich hoffe, er gefällt euch und ihr könnt mit dem Mamboss Planner was anfangen und ihr könnt ihn zum Arbeiten nutzen für euch, um euch einen besseren und strukturierteren Tag zu erschaffen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Danke, dass ihr bei dem Video eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr einen Mamboss Planner bestellt. Unten ist der Link zu meinem Online-Shop, wie schon erwähnt. Und nicht vergessen, mit dem Rabattcode YouTube spart ihr 5 Euro.
Der Rabattcode gültet ab heute dann eine Woche und gültet oder gilt? Ich weiß nicht, aber ist egal. Ja, 5 Euro könnt ihr sparen und ich freue mich. Ich freue mich und ja, ich werde das Video jetzt beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr ihn findet und ja, vielen, vielen lieben Dank. Tschüss!